Der Vorhang fällt und das Publikum steht auf und es gibt Begeisterungsstürme. Es war unglaublich, was das Publikum jetzt eigentlich an Freude gezeigt hat und die Inszenierung als solche. Einmalig. Ich hab dich nie vergessen, meinen Freund, nachdem ich rufe, wenn mich meine Ängste fressen. Ich komm, weil du mich brauchst. Die Schatten schon so viele Premieren erlebt, ist man dann irgendwann abgestumpft in Anführungszeichen oder ist man immer noch aufgeregt? Wie fühlt man sich da an so einem Abend? Es ist, wissen Sie, so wie mit Ihrem Kind. Ich kann von meinen Kindern nicht genug sehen, obwohl ich sie schon lange habe. Und das ist mit Elisabeth auch. Das ist Herz, Familie und das hört nicht auf. Gott sei Dank. Als Rudolf zur Welt kam, hatte die Mutter im Wochenbett eine schreckliche Vision. Sie sah rote Fahnen, Massen von Menschen am Ballhausplatz mit Fäusten sie bedrohen. Sie sah Barrikaden und darauf den eigenen Sohn als Führer der Revolution. Ja, hervorragend. Also es ist überhaupt rundherum ganz erfreulich. Also ich bin ganz erleuchtet. Und jedes Mal treibt es mir wieder die Tränen in die Augen bei diesem also ich gehöre nur mir. Das ist einfach unfassbar. Und die Inszenierung ist auch gigantisch. Ich wachse und lerne und bleibe doch. Es ist ein sehr vergnüglicher Abend, aber auch nachdenklich. Es spielt der Tod ja mit. Und wenn man die eigentlich tragische Lebensgeschichte der Kaiserin von Österreich kennt, dann keimt da immer wieder was auf und man sagt, es war kein glückliches Leben. Es ist super gemacht. Ich muss sagen, die Kostüme, das Bühnenbild gefällt mir jetzt. Ihr seid super und tolle Darsteller. Ich bin ganz geblättert.